Einen schönen guten Morgen, ihr süßen kleinen Hasen da draußen an den YouTube-Empfangsgeräten. Warum sagt man eigentlich immer da draußen? Ich weiß gar nicht, ob ihr draußen seid. Vielleicht sitzt ihr gar nicht im Park mitten in der Nacht und guckt meine Videos. Sondern seid zu Hause und sitzt gerade woanders, ne? Da, wo am Tag die Sonne nicht scheint zum Beispiel. Ich weiß doch nicht. Ich kenne mich doch nicht aus bei euch. Jedenfalls haben wir ja in der letzten Folge zusammen beschlossen, dass wir hier die beiden Dinger, nee, das eine Ding hier hinten noch irgendwie befreien. Ich weiß gar nicht, wie ich hier jemals rankommen soll. Ich habe keine Ahnung. Und die da endlich mal rausholen aus dem ganzen alten Wrack hier. Oh, hier, schaut doch mal. Es geht weiter hier. Diese Materialschlacht geht einfach weiter. Es hört nicht auf. So, in der letzten Folge hat man ja ein bisschen was abgegradet. Das Fingerchen hier zum Beispiel, ne, das haben wir ein bisschen aufgestuft. Ich glaube, 2 Stufen sogar. Und das könnte jetzt hier ja wesentlich mehr schleppen als vorher. Und das geht natürlich wesentlich schneller von der Hand. Ihr seht das, wie schnell ich hier voll bin. Also falls ihr die letzte Folge verpasst habt, wo hier alles zusammengekracht ist. Na, völlig unbeabsichtigt natürlich. Dann schaut euch das bitte an. Dringend. Damit ihr auch wisst, von was ich hier eigentlich spreche. Ja, so, Leute, wir sind immer noch dabei, dieses Ding hier endgültig zu zerpflücken. Und hoffentlich schaffen wir es heute. Ich weiß es nämlich noch nicht. Aber ich denke schon, es sieht nicht schlecht aus. So, komm mal her hier. Und ihr seht, die Hand Gottes kann richtig viel schnappen. Und wir haben schon wieder 3,5 Tonnen drauf. Ah, flum, flum, das geht ja wirklich zackig hier. Manchmal. Immer wenn ich sage, es geht schnell, dann geht es nicht schnell. Das ist aber egal. Ach, Leute, also bitte schaut euch die letzte Folge an. War hier die Hölle los. Junge, Junge, Junge. Ich bin immer voll. Ich bin immer voll. Ich sollte mal zur Therapie gehen. Das ist wirklich gigantisch hier. Gigantös, würde man ja schon fast behaupten. Komm hier. Hau dagegen und dagegen. Nein. Oh, das war falsch. So. Ich weiß, ich trage zu viel. Ich trage zu viel. Oh. 100.000 Tonnen Arm. Aber wir sehen schon langsam Licht am Ende des Tunnels. Pass mal auf, wir werden hier hinten die Dinger nochmal weghauen. Kommen Sie mal, kommen Sie mal. Ach, hier geht es noch nicht. Okay, das heben wir uns für später auf. Dann nehmen wir nochmal schnell das hier weg. Junge, Junge, Junge. La 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 la. Dann wechseln wir wieder auf die 1. Ja, es wird nicht weniger, es wird nicht weniger. Ganz im Gegenteil, es wird immer mehr. Das ist wie Zauberei hier. Ach, du weißt nicht, wo du das erst hinrennen sollst hier. Ich bin ein Chaot. So. Da drüben haben wir noch so ein kleines Teil. Wenn wir das wegnehmen, müsste es doch eigentlich schon fast frei sein hier, oder? Ich teste das mal eben. Nummer weg. Warte mal, warte mal. Ja. So gefällt uns das schon ganz gut. Komm, sammel mal ein hier bitte kurz. Stell dich mal nicht so an. Genau, an die müssen wir rankommen. Die sind hier die tragenden Teile. Also manchmal...
Okay, nee, da müssen wir die auch so wegnehmen. Dann nehmen wir die halt so weg. Mir ist das wurscht, weißt du? Mir ist das völlig wurscht. Weil... dafür sind wir hier. Dafür haben wir den schönsten Hammer der Welt geholt. So. Genau, die brauche ich da unten. Die kleinen süßen Scheißerchen. Und wenn wir die davon überzeugt haben, mal ihr Leben loszulassen, dann läuft der Lachs. Genau so. Das ist der Plan. Warte mal, haben wir das hier noch durchdrehen? Ich auch noch. So, dann brauchen wir erstmal nur noch... Ach nee, da, warte mal. Warte mal. Da ist doch noch ein bisschen was übrig hier. Ich würde es gern heben. Bitte, lass mich das heben. Ich würde gern einen heben. Zack. Die da meine ich, ne? Hier, das war noch übrig. Komm mal weg hier. So. Schlink und Schlong. Dann ist das viel Zeug. Ist das viel Zeug? Ui. Ach, schön. Das geht halt relativ schnell, dass du hier voll bist, ne? Weiß gar nicht, welche Stufe haben wir denn? Da fehlen nur noch 3 Stufen zur Hand, zur Superhand. Habe ich dann bestimmt so eine Iron Man Hand. Und wir machen das Ding heute fertig, koste es, was es wolle. Ist mir völlig wurscht. So, rein damit. Boah, der nimmt richtig schön viel weg, ne? Mit einem Rutsch. Und ratzifatzi bist du voll. Was ist denn das hier? Das gehört irgendwie nicht dazu, ne? Komm du auch noch mit? Dann haben wir das schon mal. Ach doch, so ein paar Teile zerbrechen schon, ne? Wenn wir hier die super Aktionen machen. Aber ich glaube nicht, dass das so jetzt großartig ins Gewicht fällt, oder? Was meint ihr? Ist man da viel verlustig? Glaub nicht, ne? Oh, hoppala. Schnuppi und Schnuppi. Komm her. 168. Jo, ich bin immer voll. Komm her. Ich glaube, die letzte Stufe müsste doch dann irgendwie beim Paket müsste ja dann so um die 220 Kilo sein, oder? Mehr dürfte es doch nicht sein. Da kommen wir auch nicht mehr ran. Das wird dann nachher zum Schluss runterfallen. Gehe ich mal grob von aus. So, und gleich können wir probieren, ob wir das wegheben können hier. Okay, da drüben haben wir noch was. Flex mal kurz weg. Nicht, dass noch einer sagt, daran hat es gelegen. Nee, nee, nee. Komm her, kleines Ding. Ab. Nein, das war ja wieder doof, ne? Das war wieder völlig... doof. Ich wollte das hier runterdrücken. Genau, mehr wollte ich gar nicht. La la la. Wir kommen schon dahin, wo ich hin will. So, Test. Ja,
Ja. Du warst gerade grün, ich habe es genau gesehen. Hi, Batna und Hi. Ich warte. Wenn man immer noch ein Schlückchen Kaffee dazu trinken, weißt du? Foto für die Kinder. So, solange der das wegschafft, da könnten wir ja mal kurz weiter einsammeln gehen. Uppala. Hi, Batna, hi. Eieieiei. Hier liegt ja gar nicht wenig. 800. Aufträge haben wir alles schön abgearbeitet, wie sich das gehört. Komm her, kleiner Mann. Ach so. So, Kranunski. Das ist nur für dich. Schnapp es dir, Tiger. So schön. Tschüssi. Ihr kleinen Schrottwichtel. So. Naja, das geht doch schon. Es geht doch schon durch. Hier ist doch alles herrlich. So. Wieder 800 Kilo mehr. Da sehen wir sogar schon ein Stück irgendwas. Lalala. Oh, der ist ja völlig eingeschüttet. Die sind eingeschweißt. Boah, das ist ja irre hier. Komm, ah, zack. Schon wieder 11 Tonnen, ne? Noch nicht mal richtig durchgeatmet und schon wieder 11 Tonnen da drauf. So, nee, wir müssen noch weiter wegholen hier. Nützt nichts. Das ganze Ding ist ja völlig eingeschüttet. Uiuiui. Naja, liegt ja auch ein ganzes Stockwerk drauf, ne? Oder sogar zwei. Hat zu viel, ich war heiß. Was siehst du? Das gute Stück hier befreit. Oh, da liegt noch was. Was schauen wir uns gleich noch an? Was ist denn das Schönes? Irgendwas Cooles war das. Oh, schon voll, jawohl. Voll, jawohl. So. Junge, Junge, Junge. Aber wir sehen schon den Boden, immerhin. So. Schwupp. Hier können wir gleich nochmal dranhauen. Kraft unserer Wassersuppe. Eine Million kleine Träger. Das ist echt Sisyphusi-Arbeit hier. komm hier, hau dagegen. Komm mal weg mit dem Kram hier. Joi, 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 joi.
Kannst ja 100 Schiffe draus bauen aus dem Kram, den wir hier rausholen. Das holen wir nachher extra alles weg. Da brauchen wir uns gar nicht viel Mühe geben. Zack. Das ist schon... Das ist noch nicht ab. Okay. Machen wir dann gleich. 106, 126 und schon wieder voll. So, passen wir auf jetzt. Das ist frei hier hinten. Wunderbar. Schrott. Ach, Kabel war auch noch dabei, siehst du mal. Staune mal einer guck. So. Haben wir das gleich aufgeräumt? Dann holen wir uns die Teile hier weg, genau. Alles gut hier, ne? Da war noch was. So. Lämpchen. Da hat man ja auch eine Stufe abgegradet, ne? Ja, manche sind halt eingeschweißt, manche sind eingenietet. Andere sind eingeflext. Oder hier, ne? Auch so, dass man die mit der Flex wegmachen muss, meine ich nicht. Eingeflext ist natürlich Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Zum Rausflexen gedacht. So rum war das. Habe ich gesucht, Leute. So. Da wird hier auch Flüssigkeit drin sein, hoffe ich. Kann man ja, glaube ich, auch sehen, ne? Mit dem U. Ah ja, ach, da ist auch Gold drin. Schau mal einer Obacht. Wahnsinn. Komm mit. Tschüss, hol das Ding weg. Zack, zack. Und ich werde hier anfangen, die Dinger wegzuflexen. Die Ränder. Gold war da drin. Achso, mach mal U wieder aus hier, komm. Oder hauen wir hier mal ein bisschen rum. Ist ja noch nicht weg. Junge, mach doch mal hin, ey. Also weißt du. Gold. Wir werden hier noch reiche Abfracker, ich sag's euch. Die Reichsten. Der Reichen. Ding, ding, ding. So, dann machen wir hier gleich weiter. 20 Kilo Gold. Sehr gut. Können wir doch gleich runterprügeln, wenn wir einmal hier sind. Ne? Brauchen wir nicht extra nochmal rumrennen. Hauen wir gleich durch. Wunderbar. Ist das hier wirklich noch so? Ja, ist das, hängt das irgendwo fest? Das ist ja blöd. Da haben wir die Sorge. Bitteschön. Zack, weg damit. Dich haben wir auch noch weg. So, komm mal mit. Ich trage zu viel, jawohl. Moment, haben wir geklärt. Jetzt ist es gefallen. Ja, wie ein Kartenhaus. Die will er wieder nicht so haben. Okay. Komisch. Wohin ging das noch alles so, ne? Aber jetzt nicht. Na gut. So. Haben wir es fast geschafft, Leute. Fast geschafft. So, Flexi-Flex.
Ja, komm. Nicht so. Nimm es mit, nimm es mit. Ja, gleich mit aufsammeln können, ne? Dann müssen wir da nicht nochmal hier durch. Umse, komse. Das kann man ja alles mit einmal erledigen. Dieses Zeichen da über der rechts, da wo die Kiste ist, da blinkt so ein Symbol mit einer 5 drin. Was hat das zu sagen, Leute? Das habe ich immer noch nicht so richtig rausgekriegt. So eine Art Energieanzeige oder was ist das? Keine Ahnung. Da wo das Karton und die Hand ist, da blinkt so eine 5. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht klärt da mich mal einer auf. Würde mich auch mal interessieren. Hat's gemacht. So, jetzt ist es doch nur noch aufheben, oder? Aufheben und wegbringen. La 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 la. Gleich geschafft, gleich geschafft, tralali. Kleine Teile nehmen wir auch alle mit. Hier bleibt nichts zurück. Haben wir alles bezahlt. Wir mussten es nur selber rausholen, ne? So, ich trage zu viel. Ja, ja. Komm, Schwumpi, Schwumpi. Gib's mir. Ja, damit. Das will ich auch haben. So. Da hinten ist noch eins. Nehmen wir auch noch mit. Und dann ist jetzt der Kranfahrer gefragt hier. Jo, 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 jo. Einfach loslegen. Hoch, was haben wir denn hier? Cool. Na komm. Will ein Foto machen? Oder hast du gedacht, hier, ich mache hier nichts? So schön, oder? Jetzt bräuchtest du halt einen zweiten Kran. So, gibt es hier noch was zu sammeln für mich? Ich hatte doch vorhin irgendwas gesehen. Die Scheinwerfer. Gib die her. Die habe ich auch bezahlt. Will ich die auch haben? Und hier? Ach nee, das ist nur der Schatten. Okay. Schon wieder 800 Kilo Stahl. Komm hier, das nächste gleich. Richtig. Da haben wir das ganze Ding zerpflückt. Der muss aber jetzt gut zielen. Du, ich glaube, der hat eigentlich schon Feierabend. Und tschüss. Der Vogel lebt aber gefährlich. So, und dann das letzte schöne Stück noch. Ich hoffe, das geht. Aber ich glaube, ich habe nichts übersehen. Ich hoffe. Kann er hier nochmal gucken?
Nö. Alles easy. Oh. Ein Riesending. Was ist denn los? Streik? Du willst es eben ganz genau wissen, oder? So, noch ein schönes Foto zum Abschluss gemacht. Weil es ist tatsächlich, ne, hat man ein halbwegs okayes Thumbnail, klicken die Leute auch rein. Ohne würden die da gar nicht reinklicken, manche. Verstehe ich nicht. Aber na gut, so ist das. So, Freunde. Ist das schön. Da haben wir alles weg. Nur noch ein bisschen den Boden haken. Und schon ist alles super. Halt die Lampe. Die Lampe, die habe ich auch bezahlt. Nimm mir mit, ja. Komm, einer mit, ja. Ne? So, zack. 1200. Komm, gehen wir noch sortieren heute. Gehen wir noch ein bisschen sortieren und dann haben wir ja alles schon durch. Dann wird alles verkauft und dann schauen wir mal, was wir als nächstes kaufen. So, und jetzt wieder, ne? Ihr wisst Bescheid. Die Ohren. O29. Wahnsinn. Leute, Leute, Leute. Ich habe einen Haufen Zeug. Du, ich habe einen Haufen Zeug. Warte mal, da müssen wir was verkaufen, damit wir uns das nächste auch leisten können. Komm mal her, hier, Boris. Obo Lakuk, genau, richtig. Du hast recht, ich habe meine Ruhe und tschüss. 2,6. Wollen wir uns das fette Viech holen oder nicht? Sagt mal, los. Die hat man ja erst. Ach, die müssen wir ja noch verschrotten. Jawohl. Und tschüss. Ich weiß zwar nicht, was wir davon verschrotten sollen, aber ich weiß es nicht. So, ich gucke mal, ob neue Schiffe dazugekommen sind. Die hat man schon. Die wollte man nicht. Marino. Die hat man jetzt. Boah, ist das für ein Riesenfink? Ich habe 2,6. Aber ich habe immer nicht Lust, so halbe Schiffe zu machen. Ne? Das macht ja keinen Spaß. Hier, da, da. Ein großer Massengutfrachter in sehr gutem Zustand. Der Captain hat das Schild geheimnisvoll verlassen. Jedoch sagt man, dass es nicht so viele Einkommen wie früher gebracht hat. Aber wer weiß. Was will denn der hier? Holzstuhl, Schreibtische? Oh, hier, schau mal. Oh. Aluminium, Kupfer, Waschmaschine, Backofen. Und der hier? Öl, Säure, Kerosin, Metall. Oh. Schon, oder? Leute, sagt ja. Sagt ja. Das wollte ich immer haben. Deswegen kaufe ich mir das. So. Wollen Sie dieses Schiff wirklich kaufen? Ja. Schiffslieferung läuft. Oh, das dauert aber lang, du. Okay. Schauen wir es uns an. Schauen wir es uns an. Ach du Scheiße. Winde. Oh, du Scheiße, was haben wir denn jetzt gemacht?
Die Winde kann zum Anheben des Schiffsrumpfes verwendet werden. Vergewissere dich jedoch vor dem Einsatz der Winde, dass alle Verbindungen am Rumpf zerstört wurden und sich keine Hindernisse zwischen Winde und Rumpf befinden. Eine Winde? Alter Falter. Nein, was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Leute? Was ist denn das für ein Brummer? Hier ist die Winde. Alter. Zwei Winden. Nein, oder? Das passt ja gar nicht aufs Bild, das Riesenviech. Ist doch nicht normal. Boah. Das ist der Endgegner hier, oder? Boah. Das ist ja ein... Nochmal zwei Winden. Das ist ja ein Monsterklops. Du Junge, da hast du gut zu tun, ich sag's dir. Boah, da bin ich gespannt. Da bin ich echt gespannt, wie es da drin aussieht. Und das schauen wir uns an, natürlich. In der nächsten Folge machen wir eine Schiffsbegehung. Und das wird interessant. Ich verspreche es euch. Abo, Like und so ein Kram nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder. Zum nächsten Wahnsinnstag. Bis dann. Tschüss.